Hey Leute, willkommen zurück zu Thief und willkommen in Moira, der Heilanstalt. Oh. Falls Aaron hier war, sollte ich vielleicht zuerst in der Frauenabteilung suchen. Ja, also Leute, ich weiß nicht, vielleicht stimmt ihr mir zu, aber wenn es etwas Gruseligeres gibt als Schulen in Spielen, dann sind es wohl Nervenheilanstalten. Ich sag nur Mount Massive Asylum, kennt ihr es noch? Aktivitätsprotokoll. Sobald ich getrocknetes Blut auf dem Boden finde, dann laufe ich aber weg. Ja, gut, die Daten. Keine Besucher heute. Patientin Nummer 63 empfing Lord Abercrombie. Patientin Nummer 18 empfing ihren Gönner. Aha. Keine Besucher. Warum endet das so abrupt? Warum? Ist hier was passiert, oder? Och Mann, Leute. Und dann noch diese komische Melodie dazu. Ich gleich hier. Ich bin schon ziemlich angespannt. Ja, Garrett, kannst du das mal? Ich hätte gerne eine eigene Taste dafür gehabt, für dieses Lehnen. Also an die Gegenstände und dann um die Ecke spähen. Ich finde das nämlich ein bisschen ärgerlich, wenn man gerade hier so mittendrin ist und auf einmal macht er wieder so Faxen. Der Gute. Garrett. Okay, das sind nur Kerzen. Muss ich ja eigentlich schleichen? Ich habe irgendwie so den Drang, aber... Ich auch letztes Mal so erschreckt mit Aaron, als sie da auf einmal durch das Schlüsselloch schaute. Ich fand das richtig schlimm. Och Mann, komm schon, was ist hier los? Die Türen stehen auf. Oh. Erstmal gucken, kann ich hier einen Schreibtisch. Ja. Ein Tintenfässchen. Da ist nichts. Hm. Nein, genau das. Garrett, nein. Sollst du nicht. Na. Okay. Kann ich den noch? Ja. Eine Schere. Oh, da muss ja was drin sein, wenn ich das knacken kann. Oh Mann, Leute, ich... Nee. Oh, die Hand sieht auch übel aus, Garrett. Da würde ich mich echt mal behandeln lassen. Einen Arzt drum kümmern. Lassen. Ah, ein Buch. Patient... Hat sich da gerade die Tür... Ist das eine Drehtür? Och, Leute, Ja, es ist noch nicht so spät, aber ich schreie trotzdem wieder, wenn es hier losgeht. 23.06.841 NR. Patientin Nummer 18 wurde eingeliefert. Eine junge Frau. Auf Anordnung des Staats und unter Bewachung. Zustand tolerabel bis schlecht. Zahlreiche Schürfwunden und Knochenbrüche. Stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Erhielt Anweisungen, sie in diesem Zustand zu halten, da sonst extreme Gewaltausbrüche zu befürchten wären. Habe sie in die Frauenabteilung verlegt, in Isolation, um sie zu beobachten und zu behandeln. Schwester Aubermill. Ist das... Handelt es sich vielleicht dabei um Aaron? Es ist jetzt nur ein Verdacht, aber... Ich meine, könnte ja gut sein, oder? Nee, ich werde ganz bestimmt nicht da hingehen, wo sich die Tür eben gedreht hat. Und hier ist noch ein Schrank. Ist da drüben auch noch was? Nee. Okay. Ich will das ja sparen. Ein Füller. Warum sind eigentlich die Türen hier auf? Ich habe irgendwie so den Drang, sie zu schließen, wenn sie auf sind. Aber es ist nichts. Ach so, kann ich einfach... Oh. Oh. Die Heilanstalt von Moira. Männerabteilung. Okay. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber irgendwie habe ich in der Männerabteilung mehr Angst, weil Männer neigen ja oft zu Gewaltausbrüchen. Gerade wenn sie psychisch so ein bisschen krank sind. Frauen eher weniger, habe ich so den Eindruck. Bericht über Duschbelüftung, aha. 16.01.842 NR. Patientin Nummer 63 ist aus ihrer Isolation entschlüpft und hat Aufruhr in der Männerabteilung verursacht. Bewerkstelligt hat sie das anscheinend über die Belüftung in den Duschen, die mittlerweile mit Gewindeschrauben versiegelt wurde. Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob diese Maßnahme erfolgreich war oder nicht. Schwester Aubermill. Alles klar. Dann ist das wohl ein Hinweis für mich, oder? Dass ich hier über die Duschen wohl weiterkomme. Finde ich sehr gut, solche Hinweise. Ach so, das war eine Schere. Ich dachte, das war ein Schlüssel. Hat so ausgesehen, oder? Ach, sieh mal, hier ist ja eine Kurbel. Ja. Och man, diese Geräusche, Leute. Ich werde hier noch... Ich krieg die Pimpernellen, du, ich sag's euch.
So, da ist auch noch was. Eine Teetasse. Oh, meine Güte, das mit den Schubladen, das hätten sie auch ein bisschen reduzieren können hier. Als wäre es nicht schon... Ja, nicht schon spannend genug, ne? Abwesenheit. 12.02.842 NR. Huxley, ich stelle fest, dass du in letzter Zeit recht häufig abwesend bist. Die Schichten in der Reformierung sind für dich schwer zu ertragen, das weiß ich. Aber wir müssen alle unseren Beitrag für das Wohlbefinden unserer am schwersten erkrankten Patienten leisten. Zudem ist mir aufgefallen, dass du seit neuem hinkst. Lass dich von Dr. Stedman untersuchen. Alle unsere Schwestern müssen kerngesund sein, solange unser Schutzherr auf der Pirsch ist. T. Welcher Schutzherr? Ich verstehe das nicht so ganz. Was meint die damit? Ach, sieh mal. Oh. Oh, was? Was? Ich bleib jetzt hier. Ich spiel nicht mehr weit. Was war das für ein Stöhnen, bitte? Ne, komm. Das mach ich später, oder? Och, Leute, ich... Nee, ich will das nicht. Ich geh wieder. Ich komm später nochmal her. Ja, ich bin Schisser, ich weiß, aber ich... Ich hab mich nicht drauf vorbereitet, jetzt hier ein Horrorspiel zu spielen, ehrlich. Das muss nicht. Steht doch was. Ach so, eine Kiste, eine kleine. Ein Seil... Sag mal, was ich hier... Okay, hätte ich mir vielleicht gar nicht so viele kaufen müssen. Ich könnte auch mal wieder... Immer mal wieder einen Blick an die Decke werfen. Ich kann schon nicht mehr reden. Nee. Ist da noch? Oh. Das hole ich mir. Mann, Leute. Eine Gabel. Und ein Text. Geschichte Nummer 2. Und da endet das Ganze. Na gut. Och, Leute. Ich mache mich hier noch... Wieder lächerlich. 20.08.689 NR. Die Geschichte der Heilanstalt von Moira ist faszinierend, einschließlich der aktuellen Debatte, ob es sich eher um ein Gefängnis oder um ein Krankenhaus handelt. Oder eine Irrenanstalt. Die ehrwürdige Witwe Moira hielt es für einen Ort der Behandlung von Wunden an Herz und Seele, an dem man sich zu den beruhigendsten Geräuschen von Brandung oder bei völliger Stille, von der Unbill der Welt erholen konnte. Baron Ulysses jedoch betrachtete es in seiner unendlichen Weisheit als Möglichkeit, die Degenerierten der Stadt loszuwerden und das zum Preis der einer Großherzigkeit, wie sie in unserem jetzigen Zeitalter undenkbar wäre. Ja, sehr großherzig, dass ihr die Leute hier wegsperrt. Ist sehr nett von euch. Ach, Leute, ihr nicht. Oh. Ist ja gar nichts mehr. Guck mal, da hätte ich jetzt kurbeln können, aber das ist voll futsch. Attention. Excitable patients. Ja, die sind wohl leicht zu exciten. Also aufregen. Exciting ist ja eigentlich interessant eher. Aber die sind wohl dann ein bisschen manisch. Wenn man sie anquatscht oder so. Was ist das denn hier Schönes? Eine Spritze. Aber ich sag mal lieber manisch als depressiv, oder? Ja gut, Depressive, die werden mir wohl nichts antun, aber es gibt ja alle Arten von Psychosen. Und ich denke mal, die meisten sind nicht gerade gut. Hier ist ja gar nichts, hat sich gelohnt, ne? Ach Leute, ich gehe erstmal auf die andere Seite jetzt. Ich will diese Kurbel nicht hochdrehen. Oh, versteht das doch. Ist ja nicht so, als wäre es schon schlimm genug. Ah, das ist ein Mäuschen. Ja, Mäuschen, komm her. Du darfst auf meiner Schulter sitzen, das beruhigt mich. Wenn ich irgendein Tier bei mir habe, doch ehrlich, ich glaube, das wird mir helfen. Geht's da rüber in die andere Seite? Verbindungsgang, okay. Was? Oh Leute, was soll das schon wieder? Hört doch auf mit so einem Schmarrn hier. Frauenabteilung, ja, ist schön. Ist schön, ja. Doch, doch. Oh. Guck mal, getrocknetes Blut auf dem Boden. Ha, ist das beruhigend. Und da ist wieder so eine Luke. So ein Teil zum Drehen. Und hier komme ich, glaube ich, wieder in die Haupthalle. Ja, müsste hinkommen. Oh Mann, ernsthaft. Ohohoho, soll ich da etwa runter? Seid ihr wahnsinnig? Ach, guck mal, der. Was habe ich denn vorhin? Einen Seilpfeil gefunden.
Himmel! Garrett, was soll denn das? Mann, ich komme da nicht mehr rauf, oder? Ich komme jetzt hier nicht mehr. Ja, natürlich geht's da runter. Oh, das war ein Fehler jetzt. Das war ein riesiger Fehler. Das ist ein Geheimnis. Na gut. Aber ich hatte ein Geheimnis gefunden, weil ich so doof war und konnte mich mal wieder nicht am Seil festhalten. Obwohl ich es gemacht habe, wie ihr mir es gesagt habt. Geschichte Nummer 1. 10.8.689 NR. Wir werden mit den Augen des Autors und anhand seiner Erfahrung jenen geheimnisvollen vollsten aller Orte erkunden. Die Heilanstalt von Moira, die für viele als Spielplatz des Schwindlers, für die Gebildeten unter uns aber als Stätte der Heilung gilt. Der kindliche Baron hat den Eindruck, dieses Haus des Wohlbefindens könne die Quelle enormer Erträge und Kreativität für jene Menschen sein, denen es dient. Ja, wie gesagt, es ist wahrscheinlich auch damals nicht so schwer gewesen, jemandem eben zu attestieren, dass er verrückt ist, obwohl das gar nicht war. Sieh mal. Ah, sieh an, was haben wir denn da? Die Rosenbrosche. Und dann hat man die Leute gerade weggesperrt und hat sich an ihnen bereichert. Hm, das kann ich mir gut vorstellen. Rote Rosen verkünden wahre Liebe oder sind Auslöser eines tödlichen Duells im Morgengrauen. Ja. Okay. Sehr romantisch. Aber wie oft hat man sich wahrscheinlich schon wegen einer Liebe duelliert damals? Muss man auch mal so sehen. Da ging es ja oft um Ehre oder um, ja, Liebe, weiß ich nicht. Aber kann gut sein. Oh, komm schon. Hör auf mit dem Geramschel da. Hört sich an, als würde hier einer bohren oder sowas ganz kurz. So, es ist so düster hier. Es ist einfach nur düster. Gut, da oben geht's dahin, wo ich eben runtergefallen bin. Wollen wir da doch mal schauen. Ist hier was? Kinder. Ist gut jetzt, ne? Ist gut, merkt er selbst. Ernsthaft. Gut, da geht's wieder zurück und jetzt bin ich wieder hier. Was ist das denn? Ach. Das sind Schlösser des Barons. Was hat er mit einer Heilanstalt zu schaffen? Ja, ich glaube, darüber haben wir eben was... Schon wieder? Ein Pfeil, ein Feuerpfeil. Darüber haben wir eben was gelesen. Was haben wir denn hier? Ich muss mich wohl einliefern lassen. Freiwillig, versteht sich. Natürlich versteht sich das, Garrett. Notiz über wegen Abteilungsschlüssel. 8.5.842 NR. Der Schlüssel zur Frauenabteilung befindet sich jetzt in meinem Schreibtisch in der Männerabteilung. Die Tänzerin hatte sich hinausgeschlichen, um zu stehlen und die Linguistin zu quälen. Was? Falls ihn jemand benötigt, was nicht der Fall sein sollte, möge er während meiner Dienstzeit zu mir kommen. Dr. Statman. Geht's nur euch so oder habt ihr bei diesem Namen ein ganz schlechtes Gefühl? Also, bei dem Arzt. Irgendwie ist der Chefarzt ja immer der Böse. Wir können jetzt unzählige Beispiele... Ah! Das war ich nicht. Das war schon so. Oh. Mir fallen jetzt wieder ein paar Beispiele ein. Warte mal, ich halte mich mal lieber. Oh, jetzt bin ich erst voll. Wow. Wo der Chefarzt eigentlich immer der Böse ist. Da gibt's wirklich viele. Was, sieh mal, hier müsste ich dann hochkurbeln. Und da ist Blut. Ja, das ist gut. Das ist schön, Leute. Das ist wirklich schön. Warte mal, war ich jetzt... Unten war nichts mehr, oder? Ich laufe mal kurz ein bisschen. Ich glaube nicht, dass mir jetzt hier was passiert. Das ist alles noch andeutungsweise. Sieh mal, das ist ja auch noch ein Schloss. Ja, ist verriegelt. Hier kann ich ja durch. Ah, okay. Seht ihr mal, habe ich gar nicht bemerkt. Aber ich bin ja noch in der Frauenabteilung. Ich muss wohl wieder... Ah, schön. In die Männerabteilung und dort Dr. Statmans Schreibtisch suchen. Ich nehme aber auch an, dass ich da jetzt stimmen. Oh ja, ich höre auch Stimmen. Aber ihr nicht. Kennt ihr das? 7 von 9 Stimmen in meinem Kopf sagen mir, dass ich nicht verrückt bin. Die anderen beiden summen die Tetris-Melodie. Die eine A, die andere B. Stimmen. Die Stimmen werden lauter. Immer wenn ich mich ihr nähere, fangen sie an. Und schreien. Meine Hände zittern so stark, dass ich kaum das Patientenregister unterschreiben kann. Was soll ich tun? Meine Haare, Fingernägel und Zähne. Es ist, als würde ich auseinanderfallen. Ich kann nicht mehr dort hinuntergehen. Ich kann so nicht weitermachen.
Dr. Stedman wird das verstehen. Ich erkläre ihm den Sachverhalt und werde in die Stadt zurückversetzt. Alles wird wieder in Ordnung. Ich glaube, das wurde es nicht. Ja, mit Füllern kann man auch ein paar Augen ausstechen. Ah, okay. Ich dachte mir schon, dass da noch was ist. Schreibmaterialien. Regelung für Schreibmaterialien. Erstens, Schreibmaterialien dürfen nur unter strenger Aufsicht benutzt werden. Zweitens, Schreibmaterialien werden nur zur Verfügung gestellt, wenn der Patient einen unmittelbaren Zweck angeben kann. Drittens, es dürfen keine Füller mit Metallfedern an Patienten ausgegeben werden. Viertens, Selbstdarstellung ist keine gültige Methode der kognitiven Therapie. Okay. Lässt man Patienten, die jetzt irgendwie depressiv sind, nicht oft malen oder sowas? Weil das hilft doch, dachte ich. Ich meine, wenn sie jetzt auch nicht schreiben dürfen, dann ist das ja auch so eine Sache. Ich meine, es gibt ja auch Menschenrechte, auch wenn man in psychischer Behandlung ist. Oder fallen die ja dann aus? Ich weiß ja nicht. Ach, das ist die Dusche. Oh, da warnt jemand, aber ich glaube nicht, dass es echt ist. Genau. Aaron? Ist das Aaron vielleicht? Die Vergangenheit mal wieder? Irgendwie scheint Garrett ja noch nicht so wirklich damit abgeschlossen zu haben, oder? Okay, das scheint das zu sein. Oh. Sag mal. Oh. Sag mal. Was soll denn das jetzt? Gehen einfach mal die Duschen an. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Okay, da geht's schon mal weiter. Und da steht irgendwas. Okay, eine Vase. Och, Leute, Mensch, das ist doch... Macht doch sowas nicht mit mir, bitte. Ich wollte nochmal die Kurbel drehen oben. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so Lust drauf habe, nach dem Ganzen hier. Da liegt doch was. Eine Teekanne. Ist ja nett. Na gut, ich muss hier weiter. Okay, Leute, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich möchte noch gerne die Kurbel drehen. Oh, die macht es mir aber auch hier ganz schön... Ach, guck mal, da liegt ja noch was. Ein Taschenporträt. Oh, Mann. Ich bin die ganze Zeit angespannt. Meine Unterschenkel tun schon weh, weil ich die ganze Zeit auf Zehen stehe. Stück. Lalala, rennen ist gut, habe ich das schon mal gesagt. Wenn ihr Angst habt, rennt in Spielen, das hilft. Das war das Fenster. War nur das Fenster. Ich gehe, glaube ich, durch den Verbindungsgang, das geht schneller. Oh Mann. Oh, die kann sich doch nicht einfach so drehen. Garrett musste doch richtig fest gegendrücken, oder nicht? Mann, ey Leute, jetzt reicht mal wirklich langsam. Ich will das nicht. Ich weiß, ich bin hier wirklich die ganze Zeit am Rumjammern und Wimmern, aber es ist kein Horrorspiel, wisst ihr das? Habt ihr gewusst, ne? So, schön. Oh, ich bekomme einen Speicher, das ist ja nett. Und jetzt habe ich das Höllentor geöffnet, sehe ich das richtig? Ja. Sehe ich richtig. Seht ihr auch so, ne? Ach, schön. Echt jetzt? Das war doch eben noch zugenagelt, oder? Nee, das ist was anderes hier. Das ist was anderes. Das ist die Mail Ward. Und da war eben ein Schrank. Wisst ihr, was das bedeutet? Da vorne blinkt's. Wenn man so einen Schrank sieht, um sich zu verstecken, dann ist das meistens nicht gut. Ist euch das schon mal aufgefallen? Oh. Mann! Geschichte Nummer 4. Hört doch mal auf damit! 18.10.689 NR.
Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass die Pflege geistig Kranker auch ihren Preis einfordert. Diesen müssen wir bezahlen mit Zeit, Geduld und auch mit Blut. Denn es ist unser Blut, dem diese armen Menschen entstammen, Mann, und ihre abseitigen Gefühle sind uns geschuldet. Nehmt als Beispiel den schleichenden Meisterdieb, wie er in dieser kummervollen Zeit genannt wird. Sein einziger Antrieb ist der Wunsch nach dem, was ihm nicht gehört. Ein fehlgeleiteter Wunsch, der der Welt eine Ordnung aufnötigen möchte, die nicht ihr eigen ist. Mann, Leute, ich mache hier eine Pause. Ich trinke jetzt erstmal einen Tee und dann schön entspannen, so ein paar Minuten. Leute, wäre trotzdem super, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten möchtet, dann tut das gerne, würde mich freuen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt weiterspielen will. Ich glaube, mache ich morgen dann. Naja, Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Thief.